Also hier in diesem Jahr auf der Automechanika in Frankfurt sehen wir einige Megatrends und das sind sicherlich die Themen Digitalisierung, vernetzte Werkstatt, aber auch saubere Fahrzeuge. Im Rahmen der Digitalisierung und der Konnektivität von Fahrzeugen haben wir drei Herausforderungen, die sich in sogenannten neuen Gesamtsystemfunktionen abbilden. Das eine ist das Thema Cybersecurity, das zweite ist das Thema funktionale Sicherheit und das dritte ist das Thema Privacy, also Personendatenschutz. Und alle diese drei Themen müssen Sie vom Design des Fahrzeuges quasi bis zur Verschrottung begleiten. Letztendlich hat das Fahrzeug jetzt heute schon zahlreiche digitale Schnittstellen. Das fängt an bei der Nachrichtenkommunikation zwischen dem Reifen und dem Fahrzeug. Das geht weiter über Kommunikation von Endgeräten des Nutzers mit dem Fahrzeug. Das geht weiter der Kommunikation des Fahrzeugs ins Backend vom Hersteller und selbstverständlich auch die Car-to-Car-Kommunikation. Das heißt, Fahrzeuge unterhalten sich miteinander, genauso wie sie sich mit der Ampel unterhalten, also Car-to-Infrastructure. Das heißt, sie haben das volle Set an Kommunikation in allen Bereichen. So when an OEM will have 20, 30, 40, 50 million vehicles, connected vehicles on the road, then it is becoming an appealing target for the hacker. Because if the hacker can get some control on the vehicle, put some malware inside, and then ask for some ransom, this is becoming a problem which is similar to what we see on the IT side. Ich denke, dass der Trend dahin gehen sollte, dass die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine sich einfach so verbessert, dass ich nachher nicht mehr das Gefühl habe, als Mensch mit einer Maschine zu kommunizieren. Die Elektromobilität ist meiner Meinung nach heute schon straßenreif. Es gibt eigentlich gute Fahrzeuge. Man glaubt, man braucht halt Fahrzeuge mit hoher Reichweite. Schlussendlich wird man dann nach und drauf kommen, eigentlich genügen uns Reichweiten von 30, 50, 100, 200 Kilometer, weil das eigentlich die Tagesreichweite ist, was man benötigt. I think that the ability to understand what the driver feels like, and not only the driver, other people in the car, will be substantial in the ability to provide quality vehicles in the future and to position the different positioning of the OEMs in the industry. Am Standort Europa, vor allem mit europäischen Automarken, glaube ich, sollten wir ein digitales Auto haben, was nicht Angst vor der Digitalität hat und flexibel genug ist, um mich ad hoc abzuholen. Und es muss wie eine Plattform in der Lage sein, mit anderen Plattformen zu kommunizieren, ohne dass man da auch wieder eine technische Bringschuld hat.